So, Jana habe ich im Studio gelassen, die muss arbeiten und ich bin heute auf der IFAT unterwegs, auf der internationalen Leitmesse für Abfall- und Entsorgungs- und Rohstoffwirtschaft. Wir Menschen sind ja tatsächlich Könige da drin, diese Erde zu vermüllen und zu verdrecken. Und deshalb finde ich es total interessant, hier sehe ich mal Möglichkeiten anzugucken, wie die Abfallwirtschaft damit umgeht. Ja, daraus das Beste zu machen. Hier. Sind das nicht schöne Mülltonnen? Das sind, guck dir, mit Verschluss. Guck mal, und das hier ist einer meiner ältesten Freunde, der Christian. Der arbeitet hier. Hallo Christian. Hallo Tore. Und wenn ihr mal eine Mülltonne braucht oder eine Mulde, dann bestellt man die jetzt wo? Easyskip.de. Easyskip.de ist aber ganz geil. Entsorgung natürlich hier ein riesengroßes Thema, aber das Schöne ist bei dieser Messe, es gibt auch einfach nur richtig geile große Maschinen. Ja, hier habe ich auch was sehr Praktisches gefunden, was ich mir wahrscheinlich jetzt auch zulegen werde. Es ist eine Müllballenpresse. Ja, wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir eine Müllballenpresse. Aber wenn, kaufe ich mir gleich eine richtige, weil die hier ist noch ein bisschen größer. Und für den Urlaub so eine kleine Müllwagenpresse. Vielleicht brauche ich auch einfach mal einen neuen Transporter für Gülle oder so. Der eine war mir aber ein bisschen zu groß, jetzt habe ich einen gefunden in meiner Größe. So, den nehme ich. So, jetzt mache ich noch einen kleinen Abstecher in der Redaktion mit Rudi. Hallo Rudi. Plötzlich noch jemand im Büro.